Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Legendary Edition. Okay, ich glaube, es kommt. Aha, da ist sie schon Mähne, also. Und deren beängstigenden roten Augen. So, da ist Jorgrim, da soll wir den Suspicious auffinden. Gut. Weißt du, was ich mich ja frage? Also, du, sag ich jetzt gerade. Wahrscheinlich, weil ich einen Zuschauer habe. Ah. Nein. Ich habe das Gefühl. Nein. Komplett falschen Satz angefangen. Ich habe ja in meinem Beschreibung stehen, auf dem Weg zum wohl längsten Skyrim Let's Play auf YouTube. Ist auch mein Ziel. Allerdings frage ich mich gerade, wenn ich so überlege, was macht eigentlich ein Let's Play zum längsten? Sind es die meisten Folgen? Das ist ja ein bisschen so das, worauf ich, habe ich das Gefühl, manchmal geht, dass ich einfach die meisten Folgen haben will. Ist aber kein richtiger Wert, weil dann könnte ich auch sagen, ich mache 1000 Folgen jeweils für Minuten. So. Und habe wahrlich keinen riesigen Arbeitsaufwand. Ich kann auch sagen, einfach die Länge. Ich glaube, das wäre auch für mich so der... Okay. Ach, ich bin tot. Das wäre für mich, glaube ich, auch so der glaubwürdigste Faktor. Wirklich das längste Let's Play von etwas ist das, wo die meisten Minuten drin sind. Jetzt kann man aber auch sagen... Ja, dann mache ich halt einfach viele Folgen, wo ich ziemlich... Oh, jetzt muss ich den ganzen Kampf nochmal neu machen. Wo ich einfach nur lange... Also, ne, einfach viele Folgen oder lange Folgen mache. Da sind sogar die vielen im Vorteil, weil die haben halt eine Begrüßung, wo du nicht keinen kreativen Aufwand hast. Nur eine Begrüßung mit Abspann, was weiß ich. Da hast du dann jedes Mal locker eine halbe Minute raus. So. Das macht, wenn du einfach sagst, ich mache 5 Minuten Folgen... Ja, wollen wir ja mal so spinnen. Einfach einen riesigen Unterschied. So. Ist also auch kein ganz richtiger Faktor von dem längsten Let's Play. Es ist schon, glaube ich, ein sehr guter, der vielleicht auch am besten drankommt. Aber, halt kein perfekter. Dann könnte man vielleicht die Methode nehmen, das ist derjenige, der am, der am meisten seine Folgen bearbeitet hat, was am längsten Netto-Arbeitszeit der Bearbeitung gebraucht hat. Würdest du aber halt diejenigen, diejenigen wiederum benachteiligen, die ihre Folgen gar nicht bearbeiten, wie ich zum Beispiel größtenteils, aber ja trotzdem einen Aufwand haben. Also ich glaube, das ist eine schwierige Sache zu sagen, wer hat das längste Let's Play, wer hat den längsten, so. Aber wir reden erstmal mit Rumarin. Ja. Are you okay? The skeleton must have surprised you. Frightening your coward, maybe not. Are you okay? The skeleton must have surprised you. Mm-hmm. I hate to do it, but it's their fault for getting gold in their coffins.
No, thank you. I honor the dead and will never steal from them. Yes, I'll be taking everything here, whether the dead like it not or not. Nein. No, thank you. I honor the dead and would never steal from them. What's your name? Where are you headed now? What's a blade bender? Yes, and once your friends are there to hold you back, you charge ahead. If you had any strength, your weapons would never be a burden. You pick up conjuring weapons just like that. On the flip side, a bone sword is loud, time-consuming and can't be tempered. Also ich bin auch kein Freund von beschworenen Waffen, ne? If you had any strength, your weapon would never be a burden. Would you classify yourself as a Witchblade or Spellsword then? Do you know any other magic besides Conjure Knight? Would you classify yourself as a Witchblade or Spellsword then? What are the advantages of using only bound weapons? Yes, and once your friends are there to hold you back, you charge ahead. Yeah. Cause dann wird mir kommen, dann sind wir noch mehr Leute. Do you know any other magic besides conjuring weapons? Aha. You wear the robes of a college mage. If you know that it's a gimmick, why buy them yourself? Imitation ropes. It is some sort of black market operation. Most ropes lack defense anyway. You need alteration to steal your flesh. Bandits are an excellent form of exercise. You should be luring them. You should do your duty and clear an area of bandits scum. If the ropes are cheap, what about bound armor for protection? Nein. Most ropes lack defense anyway. You need alteration to steal your flesh.
Nein. Is that a jest, or do you fancy other meals? That's a shame. I enjoy joy tongue justing. Maybe with a better design it would look fierce. Yours looks like whiskers. Nein. That's a shame. I enjoy tongue justing. You're not exactly a serious elf, are you? A high elf with a sense of humor. I like you. As a high elf, you must have an opinion on the Talmor. That's not what I meant. That's too easy for me. Jade. I like you to do something for me. Könntest du bitte das Tor schließen? Hallo. Er macht jetzt das Tor auf. Sag mal. Okay, wenn du zu blöd dafür bist, dann muss ich das halt machen. Verdammt. Okay. Also ehrlich, wenn du wirklich zu blöd bist, dann tut's mir leid. Alter. Oh, nicht schlecht. Aber noch nicht das, was ich will. So, ja, lass dir von Anuria das Kopfgeld geben. Ich sage jetzt nichts dazu, ne, was wir hier hören. Vor allem ist das wohl ein Nachbar, der darf da gar nicht mit dem Motorrad fahren. Mit Roller. Bei Motorrad gibt es auch noch einen Typen hier, Alter. Ich weiß immer gar nicht, wo die herkommen, die hier wohnen. Also nicht landmäßig jetzt. Da, wo die alle herkommen. Ich meine, die müssen ja von irgendwo her gezogen sein. Was ist denn jetzt los? Irgendwie hat jemand seine Waffen eingesteckt. Mist Wild Keep. Wie auch immer man das ausspricht. Da könnte ich eigentlich auch dann gleich direkt Zauber kaufen. Ich werde jetzt diese Folge nicht mehr noch einen in Sebastian NPC ansprechen. Also wieso haben die denn alle ihre komischen Kleider? Der Drache von Nordwind spitzt ist tot. Ich bin wegen des Goldgeldes hier. Naja, halt dein Schnauz. Hier wärst du, ne? Ja, genau. Nein. Falsche Person. Wo ist denn diese Händlerin? Es gibt da so eine Chemiehändlerin. Aufgewahr. Nee. Hä? Als wenn sie kein. Da! Nein. Erstmal hier die Bücher da. Ist mir gefordert, das habe ich doch alles schon.
Feueratronarch geben wir der mal. Ja, mehr haben die nicht. Das ist okay. Okay. Da hatte ich jetzt mit mehr gerechnet. Gut, habe ich noch irgendwas, was ich kaufen kann hier? Bei der mächtige Seelenstein. Ja, perfekt. Das geht immer. Zutaten gehen eigentlich auch immer. Squalls wollen nicht, ne? Nee. Tränke wollen auch nicht. Sperrenrobe der Zerstörung der Veränderung. Nee. Okay. So, passt. Naja. Da. Hier. Und dann, unterhalten wir uns. Thema Magie. Nettes Buch. So. Let's go. Ja, sag ich auch. Hallo. Vorsichtig, sagt die Richtige. Du stehst doch im Weg rum. Ich gucke übrigens gerade noch wegen. Wie heißt es denn? Weiteren Händlern. Ich muss ja noch ein bisschen Stuff loswerden. Ach, nicht schon wieder ein Kurier. Naja. Was haben wir jetzt wieder bekommen? So, ich hab nix. Also 4 kann ich noch kaufen. Ich habe das Geld ja, ne? Beschwörung kostet weniger Magicka, okay. Ist aber nicht so eine Rüstung, wie ich sie will. Ich will hier für sie in Rot haben. Okay. Naja. Aber der hat Dietrich hier, die kann man immer gebrauchen. Finde ich. Ja. Ach so. Ach, ich wollte noch. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was du gesagt hast. Passt. Wir machen aber jetzt erstmal, würde ich sagen, Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.